Bereits in der zweiten Woche des neuen Jahres droht Deutschland im Streikchaos zu versinken. Ab dem 8. Januar treten die Bauern in den Generalstreik. Bauernpräsident Joachim Ruckwied kündigte einen sehr heißen Januar an, sollte die Bundesregierung an ihren Sparplänen festhalten. Die Subventionen für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung sollen den Landwirten gestrichen werden. Bereits im Dezember vergangenen Jahres versammelten sich tausende Landwirte mit ihren Traktoren in der Hauptstadt, um gegen die Ampelsparpläne zu protestieren. Am 15. Januar organisiert der Deutsche Bauernverband eine weitere Großdemonstration in Berlin, zu der bundesweit mobilisiert wird. Wer jetzt glaubt, er könne auf die Bahn umsteigen, um von A nach B zu kommen, dürfte enttäuscht werden. GDL-Chef Klaus Wieselski kündigte jüngst an, Zitat, ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen. Auf Bahnreisende und Pendler kommen in der nächsten Woche also auch hier Einschränkungen zu. Der Grund: Die Lokführer der GDL fordern von der Deutschen Bahn eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden und eine Lohnerhöhung in Höhe von 555 Euro plus einmalig 3000 Euro. Auch im Transportgewerbe herrscht Frust. Die jüngste Erhöhung der Lkw-Maut verärgert die Spediteure und ihre Mitarbeiter. Seit dem 1. Dezember ist die Maut für große Lkw um 200 Euro pro Tonne CO2 angestiegen. Kleintransporter folgen ein halbes Jahr später. In einem Appell fordert der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung deshalb unter anderem Entlastungen bei Maut und Diesel sowie mehr Geld für Straßen, Brücken und Parkplätze.